Moin, hier ist Kerstin von Vatten Yoga. Du kennst bestimmt auch die Tage, an denen man am Ende nicht mehr weiß, was vorn oder hinten oder oben oder unten ist. Da haben wir heute genau das Richtige für dich. Unser Schlafgut-Yoga. Das entspannt dich, bringt dich zur Ruhe und du brauchst nichts als dich selbst, deine Matte und vielleicht ein Kissen oder eine Kuscheldecke. Mach es dir richtig gemütlich, zieh dir was total Bequemes an. Zünd dir ein Kerzchen an oder ein Duftstäbchen. Und dann hopp auf dem Matte. Und los geht's. Wenn du es dir bequem gemacht hast, dann schnapp dir eine Decke oder ein Kissen, bring diese unter deinen Po und komme in den Schneidersitz. Deine Hände kannst du entweder auf deinen Knien liegen lassen oder du bildest eine kleine Schale vor deinem Bauch. Dann schließe deine Augen und komm ganz ruhig auf deiner Matte an. Deinen Atem kannst du langsam vertiefen. Alles, was du heute erlebt hast, ist geschehen. Alles, was jetzt zählt, ist, dass du deinen Weg auf die Matte gefunden hast. Atme ruhig und gleichmäßig ein und aus. Entspanne bei jedem Ausatmen deine Schultern ein bisschen mehr. Und dann atme tief durch die Nase ein. Halte den Atem kurz an der Spitze und dann lasse den Atem durch deine Nase wieder hinausfließen. Atme wieder ein, Atem an der Spitze halten und durch die Nase ausfließen lassen. Noch einmal tief einatmen und Atem fließen lassen. Noch ein paar Mal in deinem eigenen Rhythmus. Einatmen und ausatmen. Dann öffne die Augen und wir beginnen mit den Schultern zu kreisen. Einatmen zu den Ohren und ausatmen nach hinten unten absenken. Einatmen zu deinen Ohren ziehen, ausatmen nach hinten unten. Noch einmal. Einatmen, Schultern zu den Ohren ziehen und ausatmen, nach hinten unten. Einatmen zu den Ohren, ausatmen,
nach hinten unten. Einatmen, Schultern zu den Ohren. Ausatmen, Schultern weg von den Ohren. Dann bringe dein rechtes Ohr zu deiner rechten Schulter und genieße die Dehnung in deiner linken Halsseite. Beim nächsten Ausatmen bringst du deine Nasenspitze zu deiner Schulter und in einem halben Kopfkreis über vorn bringst du dein linkes Ohr zu deiner linken Schulter und genießt die Dehnung in deiner rechten Halshälfte. Dann langsam wieder zurück zur rechten Seite. Rechtes Ohr zur rechten Schulter. Noch ein paar Mal in deinem eigenen Rhythmus. Nach links. Dehnung genießen. Und wieder nach rechts. So, dass du auch in der Mitte die Dehnung hinten in deinem Nacken spürst. Dann komm wieder in die Mitte zurück und richte dich auf. Als nächstes dehnen wir unseren Rücken und die Beine etwas. Strecke dein rechtes Bein schräg nach vorn. Dein linker Fuß kommt an deinen rechten Oberschenkel. Dann schiebst du einatmend die Arme hinter den Ohren nach oben. Und beim nächsten Ausatmen beugst du dich über dein Bein. Gern kannst du dein Bein noch etwas angewinkelt lassen. Dein Rücken ist schön gerade. Dein Blick geht zu deinem Fuß. Und beim nächsten Ausatmen entspannst du deinen Rücken und bringst deinen Kopf Richtung Knie. Dein Kopf muss nicht dein Knie berühren. Soll nur in diese Richtung gehen. Wenn du möchtest, kannst du dann langsam dein Bein strecken. Genieße die Dehnung auf deiner Beinrückseite. Beim nächsten Einatmen rollst du dich langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Und wechselst die Seiten. Dein rechtes Bein kommt zurück, dein linkes Bein wird ausgestreckt. Dein rechter Fuß kommt zum linken Oberschenkel. Du richtest dich schön auf und schiebst einatmend die Hände wieder hinter deinen Ohren nach oben, machst dich schön lang und beim Ausatmen beugst du dich über dein Bein. Hier kannst du deinen Fuß fassen oder deinen Unterschenkel. Du kannst dein Bein noch gebeugt lassen, so wie es gut für dich ist.
Dein Rücken ist schön gerade und beim nächsten Ausatmen bringst du deinen Kopf etwas näher an dein Knie an und entspannst deinen Rücken. Auch hier atmest du ruhig und gleichmäßig. Atme ein, roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben, mach dich gerade und dann kommen wir in den Vierfüßlerstand. Die Decke kann einen Moment zur Seite. Die Hände kommen schön unter deinen Schultern. Die Knie werden unter der Hüfte aufgestellt und sind auch hüftbreit geöffnet. Dein Bauch zieht nach innen, um deinen Rücken zu stabilisieren. Beim nächsten Einatmen kommst du in die Kuh. Beim nächsten Ausatmen schiebst du dich zurück in die Pose des Kindes. Kannst den Kopf auf der Matte ablegen. Entspanne deine Schultern, deine Arme. Beim Einatmen kommst du wieder nach oben in die Kuh. Beim Ausatmen Rücken schön rund machen und wieder in die Pose des Kindes. Einatmen in die Kuh. Ausatmen in die Pose des Kindes. Einatmen in die Kuh. Ausatmen in die Pose des Kindes. Hier bleiben wir jetzt für 3 Atemzüge. Dann richtest du dich langsam auf und kommst über die Seite in eine sitzende Position. Und zwar kommen wir in den Schmetterling. Das heißt, deine Füße berühren sich. Gern kannst du dir ein Kissen oder eine Decke unter den Po legen. Achte dabei nur darauf, dass du an der Kante der Decke sitzt. Du sitzt schön aufrecht. Deine Hände umfassen deine Knöchel. Atme ruhig und gleichmäßig.
Dann atme ein, bringe die Hände über den Kopf und beim Ausatmen drehst du dich sanft nach rechts auf. Deine rechte Hand kommt hinter deinen Po. Deine linke Hand kannst du auf deinem rechten Unterschenkel ablegen. Es soll nur eine sanfte Drehung zur rechten Seite sein. Sitze schön aufrecht dabei. Wenn du einatmest, zieh dich in die Länge. Und wenn du möchtest, kannst du dich beim Ausatmen noch ein kleines Stück aufdrehen. Einatmend bringst du die Arme wieder über den Kopf. Atme ein, bringe die Arme über den Kopf. Und beim Ausatmen drehst du dich nun zur linken Seite auf. Deine linke Hand kommt hinter dein Po. Deine rechte Hand kannst du auf deinem linken Unterschenkel ablegen. Dann komm zurück, Arme nochmal gestreckt über den Kopf. Einatmen, ausatmen, absenken. Wenn du möchtest, kannst du die Decke unter deinen Po lassen. Wir legen uns langsam auf dem Rücken ab. Die Beine bleiben in der Schmetterlingsposition. Deine Hände kannst du auf deinen Bauch bringen. Schließe deine Augen. Und atme jetzt ganz bewusst und ruhig in deinen Bauch. Atme ein und lass ihn richtig schön rund werden. Und beim Ausatmen atmest du so lange aus, bis der Nabel in Richtung Wirbelsäule zieht. Einatmen, schön rund machen den Bauch. Ausatmen. Nabel zur Wirbelsäule. Nochmal schön rund machen und dann langsam den Atem wieder ausströmen lassen und den Bauch dabei einziehen. So, dass das letzte bisschen Atem wieder aus deinem Bauch herausgepresst wird. Atmend so noch ein paar Mal in deinem eigenen Rhythmus. Sollten Gedanken kommen an deine Arbeit, was du heute erlebt hast, stressige Situation, unangenehme Situation, lass sie einfach kommen und gehen. Lass sie wie Wolken vorbeiziehen. Verurteile dich nicht, dass du in Gedanken abschweifst, sondern schieb sie einfach bewusst wieder weg und konzentriere dich wieder darauf, dass du jetzt hier auf deiner Matte bist. Dann bringe mit Hilfe deiner Hände deine Knie wieder zusammen. Stelle deine Füße auf und ziehe die Knie einmal genüsslich an deine Brust heran. Bewege deine Füße, schaukel etwas hin und her und massiere so etwas deinen unteren Rücken. Und dann wollen wir gleich in die Kerze kommen. Wenn du dein Kissen oder deine Decke noch unter deinen Hüften hast, dann kann das gerne da bleiben. Ansonsten nimm dir jetzt ein Kissen.
Kissen oder eine Decke zur Hand und schiebe sie unter deinen Hüften. Das stabilisiert dich nochmal und es ist einfach bequemer und darum geht es uns heute. Strecke die Beine nach oben, deine Hände liegen rechts und links entspannt vom Körper, die Handflächen nach unten. Schließ die Augen. Atme ruhig und gleichmäßig. Diese Position hat eine sehr beruhigende Wirkung, erdet sehr. Du kannst gern deine Füße dabei kreisen und bewegen. Ruhig und gleichmäßig. Dann senke deine Beine ab. Bringe deine Decke oder dein Kissen zur Seite. Wir kommen jetzt zum Abschluss in das Happy Baby. Also fasse deine Sohlen von außen und bringe deine Fußflächen nach oben, gen Himmel. Pressen gegen deine Hände. Sollte das nicht funktionieren, kannst du auch gern deine Unterschenkel umfassen und die Fußflächen zum Himmel zeigen lassen. Dein Bauchnabel zieht nochmal nach innen. Deine Fußflächen pressen Richtung Himmel. Und dann senke deine Füße ab. Strecke deine Beine mattenbreit aus und komme in deinen Shavasana. Die Schultern ziehen leicht zueinander. Ziehe die Schulterblätter etwas zusammen. Arme rechts und links entspannt vom Körper. Schließe deine Augen. Und genieße deine Endentspannung. Bei jedem Atemzug wird dein Körper noch ein kleines bisschen schwerer. Lass ihn richtig tief in deine Matte sinken. Entspanne dein Gesicht. Löse die Zunge vom Oberkiefer. Und komme langsam wieder zurück in deinen natürlichen Atemrhythmus. Wenn du möchtest, kannst du dein Shavasana noch etwas länger genießen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal
und gib mir einen Daumen nach oben. Aber das kannst du morgen früh auch noch tun, denn ich wünsche dir jetzt eine richtig gute Nacht und verabschiede mich schon mal ganz leise. Namaste.